Das ist neu. Ist das ähnlich wie auf Eos? Sagen Sie mir, was sehen Sie? Sehr ähnlich. Ich denke, die entscheidende Frage ist, was ist anders? Also, was sehen Sie? Die Gewölbe. Wir wissen, sie sind ein Netzwerk. Allerdings... Sind sie nicht miteinander verbunden, sondern mit diesem Ort? Dieses Bild hat mir der Archon auf einer Reliquie gezeigt. Er nannte es Meridian. Und Ayas Gewölbe ist offenbar als einziges vollständig damit verbunden. Und es macht, wozu es gedacht war. Terraforming. Das Gewölbe auf Eos ist ebenfalls präsent, aber verändert. Unser Zugriff darauf hat die Verbindung beeinflusst. Was denken Sie, Professor? Ich denke, Meridian ist das Kontrollzentrum sämtlicher Gewölbe. Das ist fantastisch. Danke. Das hier ist unglaublich. Wenn wir Meridian erreichen, könnten wir von dort aus ganz Helios zum Leben erwecken. Langsam, Ryder. Der Archon weiß, wo es ist. Er war bereits dort. Was? Wo? Auf Meridian? Natürlich. Deshalb die Folter. Ich sollte ihm helfen, es zu benutzen. Weil er es nicht kann. Meridian ist unsere größte Chance zu überleben. Wir müssen es ihm entreißen. Ja. In seinen Händen könnte eine derartige Macht unser aller Ende bedeuten. Wir werden seine Schwäche finden. Er wird alles bitter wollen. Er wird alles bitter bereuen, ihr begegnet zu sein. Wir werden ihn fertig machen, wenn wir ihn sehen. Sie brauchen diese Reliquie. Vielleicht weiß ja der Widerstand, wo das Schiff des Archons zu finden ist. Ich rede mit Aphra, damit er sie unterstützt. Wir treffen uns dort. Aphra im Hauptquartier treffen. Hier hinten komme ich aber nicht weiter. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Schnellreisestation. Karte öffnen. Ja, noch eine haben wir hier aber gar nicht markiert. Dann müssen wir wohl laufen. Vielleicht können wir hier eine kleine Abkürzung nehmen. Nachrichten. Okay. Ich glaube, werden wir noch so einige Sachen finden, die für uns recht neu sind. Das ist mein erster Besuch auf Präsentierstände. Eine Schnellreisestation. Alles okay? Wer hätte gedacht, dass die Rettung eines geachteten Mitglieds der angaranischen Gesellschaft so viele Türen öffnet? Ich habe mit einigen ihrer Händler gesprochen, um rauszufinden, ob wir ins Geschäft kommen können. Seien Sie großzügig, seien Sie vorsichtig. Wir müssen darauf achten, nicht zu viel von dem zu verkaufen, was die Nexus braucht. Vertrauen Sie mir. Ich halte bei allem Rücksprache mit Cash. Das hört sich gut an. Okay. Panzerungshändler. Warum? Hä? Neue Kunden sind uns immer willkommen.
Sehen Sie sich ruhig um. Ich bin mir sicher, Sie finden etwas, das Ihnen zusagt. Neue Panzerungen können nicht schaden. Es kann nicht schaden, sich vernünftig vorzubereiten. Vielleicht haben Sie ja wirklich etwas, das ich brauchen kann. Und wenn nicht heute, dann bestimmt morgen. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch hier bin. Aber ich gucke mal. Rebellen. Alles Rebellensachen. Reservemunition. Alle Bärungsgüter verkaufen. Nein. Alle Bärungsgüter verkaufen. Eine Schrotflinte. Ich habe aber nicht vor, mit Shotgun zu spielen. Noch eine Schrotflinte. Pathfinder Brustanzug. Schusswiderstand, Waffenpräzision, Kräftewiederherstellung. Sturmgewehre. Ja, mit zweimal. Kann auf jeden Fall einmal weg. Die Kettklinge haben wir auch. Universalklinge 2. Brauchen wir auch nicht mehr. Viper 1 kann weg. Das kann weg. Ich glaube, hier kann so einiges weg. Kettpanzerung Fusion. Reliktkern, ultra selten. Was können wir damit machen? Was können wir damit machen? Bei bestimmten Händlern erhältlich. Was wir damit machen können, weiß ich immer noch nicht. So einiges an Items hier, wo ich noch nicht weiß, was wir mitmachen können. Nickel, ohne Ende Nickel haben wir. Belassen wir das mal so, Handel bestätigen. Ich nehme dein Geld und verschwinde wieder. Materialienhändler. Was hat er? Ein Bürgerforum. Hier lernt man, wie man ein richtiger Bürgerbrater wird. Aber das kann uns ja erstmal egal sein. Nahrstoffbrei. Tür öffnen. Ist auch noch eine Tür. Nachrichtentafel. Sie werden gerade von einem Angara in der Nähe detailliert gescannt. Dann sollte ich mich vielleicht mal vorstellen. Ach ja, und von wo? Wer scannt mich denn? Es scannt mich doch gar keiner. Oder meinen die mein Ziel damit? Ich musste informiert werden. Es war unrecht, mich im Dunkeln zu lassen. Es ist eine laufende Ermittlung. Sollte nicht respektlos sein. Wusste es Jor? Natürlich nicht. Und der Mensch auch nicht. Ich hätte Sam für mich behalten können. Das ist was anderes. Geht sie nichts an? Jetzt schon. Wir müssen das Flaggschiff der Cat finden. Sagen Sie ihm, was wirklich passiert ist. Moschai, bitte. Das könnte unser einziger Weg zum Archon sein. Einer meiner Männer hat den Cat geholfen. Der Widerstandskommandant Bane Tarif. Er hat den Cat geholfen. Das ist furchtbar. Der Archon hat sie durch sie bekommen? Kein Wunder, dass sie das vertuschen. Es geht hier nicht um die Vertuschung. Ich werde ihn ergreifen. Dann wird er für seine Tat büßen. Wissen Sie, wo er ist? Kedara Port. Meine Kontakte jagen ihn. Kontakte? Sie können dort niemandem trauen. Das sind alles Verräter. Angeführt von Exilanten. Aus ihrer Galaxie.
Vane könnte wissen, wo der Archon ist. Und sein Schiff. Wir können das nicht Abtrünnigen überlassen. Wir greifen nach Strahlen. Ich gehe nach Kadara. Ich brauche die Reliquie nach Meridian und ich habe meine Leute im Griff. Ich mach das. Gefällt mir nicht. Mir egal. Der Pathfinder hat recht. Ich sende meine Akte über Kadara an ihr Schiff. Unser Verräter könnte etwas wissen. Wir brauchen ihn lebend. Das liegt bei ihm. Viel Glück, Pathfinder. Und Ephra, wir sind noch nicht fertig. Stufenaufstieg. Weitere Fertigkeitspunkte und EP erhalten. Für den Abschluss des Levels würde ich mal denken. Aber wer soll mich damit schön scannen? Komisch. Dass mich angeblich jemand scannen würde, aber ich sehe niemanden, der mich scannt. Komisch, komisch. Aber soll mir egal sein. Denn wir haben weitere Ziele. Und was gibt's hier oben noch? Zu entdecken auf eurem kleinen Planeten hier. Hier komme ich gar nicht durch. Das wäre auf jeden Fall ein richtiger Weg, würde ich mal sagen. Aber ich darf da nicht durchgehen. Die mögen mich da nicht. Nicht sonderlich. Gedächtniskarten. Na, komm schon. Tür öffnen und weiter geht's. Dockzugang zurück zur Tempest. Wir uns unseren nächsten Auftrag mal ein bisschen zu Herzen nehmen. Und gucken, was wir da noch so machen können. Direktor Tan, es gibt gute Neuigkeiten. Die Angara haben uns auf Aya eine Botschaft eingerichtet. Das kommt überraschend. Was erwarten Sie von uns? Sie haben nicht nur die Geißel und die Kette überlebt, sondern auch ihre Zivilisation wieder aufgebaut. Vergessen Sie das nicht. Ich soll also an Ihren Stolz appellieren. Das klingt vernünftig. Ich werde eine Delegation zusammenstellen und sie nach Aya schicken. Danke, Pathfinder. Von jetzt an übernehmen wir. Von jetzt an übernehmen die das. Ist ja mal wieder typisch. Ich baue was auf und dann wird es mir direkt wieder weggenommen. Wie schon die ganze Zeit im Game. PB, mit dir möchte ich gerade nicht reden. Ich will nur zur Brücke. Wenigstens konnten wir die Moschei retten. Dass wir uns einig sind. Ich hab's verloren. Mir anders überlegt. Es besteht nicht die geringste Ähnlichkeit. Dann ist doch alles gut. Obion, ein Asteroid. Ich glaube nicht, dass es einer der Planeten ist, wo wir hin müssen. Der wird uns markiert sein. Yep. In einem vollkommen neuen Universum. Und es sieht immer noch fantastisch aus, das Reisen hier im All. System. Wir nähern uns Kadara.
Was wissen wir über diesen Ort? Auch zu Cordera. Abgesehen davon, dass er eine Zuflucht für Exilanten von der Nexus ist. Eine Gruppe von Exilanten, die sich die Verbanden nennt, hat Cordera Port von den Cat befreit. Bis vor kurzem hatten sie die absolute Kontrolle. Aber jetzt ist eine neue Gang aufgetaucht, das Kollektiv. Sie sind zwielichtige Bastarde, angeführt von einem Unbekannten, den man den Scharlatan nennt. Tja, mit ein wenig Glück sind sie so beschäftigt damit, sich gegenseitig zu erschießen, dass sie uns überhaupt nicht bemerken. Ja. Landezone auf Cordera Port. Vom Bord der Tempest gehen. Hier treffen wir wahrscheinlich auf Abtrünnige und die neue Gang, die sich im Viertel breit macht. Auf neue Pflanzen, eine neue Umgebung, neue Feinde und neue Items. Wir werden gerufen. Ich stelle durch. Es gibt neue Entwicklungen. Ja, nur der AB. Des Spions Vayne Tariff. Kommen Sie ins Kralas Song. Ihr Kontakt nennt sich Shayna. Shayna. Alles klar. Shayna ist mein Kontakt. Dann müssen wir Shayna nur noch finden. Das nenne ich mal ein Willkommen. Die Exilanten haben dazugelernt. Nicht übel für ein paar Typen, die mit leeren Händen von der Station geschmissen wurden. Keine Bewunderung für Sie. Wir sollten uns mit Ihnen verbünden. Sie könnten Verbündete für uns sein. Im Kampf gegen die Cat bestimmt. Unser Lieferant wartet. Los jetzt, wir kommen noch zu spät. Will ich es überhaupt wissen? Nein. Nein, okay. Ihr habt das gerade so süß synchron gesagt. Dann will ich es aber doch wissen. Warum brauche ich so lange für die Tür? Ist das hier alte Technik? Runter. Hier auch. Und irgendwas soll ich hier scannen. Aha. Scheinbar haben die hier echt alte Technik verbaut. Hier kommen wir nicht lang. Damit kommen Sie nicht durch. Sie dreschen hier auf den Menschen ein. Ohne uns hätten die Kent die Angara schon längst abgeschlachtet. Wache der Verbanden. Wahrscheinlich. Streiten die sich da ein bisschen, ne? Ist ja ganz normal. Dann hockt man sich auf die Fresse und dann ist wieder alles gut. Wir öffnen mal die nächste Tür, wenn sie denn mal aufgeht. Ja, kein Wunder, wenn sie sich das schlagen. Die haben sich hier ein bisschen besoffen. Da flirtet schon einer mit seiner zukünftigen, die sehr nett. Warum trinkst du denn? Um auf die Brüste zu gucken? Ja, das machst du gerne, das sieht man. Auf Kontakt warten. Vielleicht können wir uns ja auch einen Drink nehmen hier. Hey! Leck mich! Wer trinkt, bezahlt auch! Ich sagte. Sie warten bestimmt auf jemanden. Prost! Nehmen wir uns mal einen Blick. Zeit. Shayna. Aber nennen Sie mich Reyes. Ich hasse Decknamen. Ich dachte, Sie wären angaranisch.